Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu Unity of Command 2. Jawohl, wir wollen endlich weitermachen. Und zwar mit dem Vormarsch auf Antwerpen. Ihr erinnert euch, wir haben beim letzten Mal im Mittelmeer hier die Gotenstellung überwunden, die Finale, also den Apenninen hier, und sind in die Po-Ebene vorgestoßen, haben also die Deutschen in Italien jetzt besiegt und wollen entsprechend hier oben weitermachen, nachdem wir aus der Normandie ausgebrochen sind mit Patton in Richtung Paris, soll der Vormarsch jetzt weitergehen nach Antwerpen, denn das ist ein wichtiger, wichtiger Hafen, der für unseren Nachschub und die weiteren Operationen in Richtung Deutsches Reich von entscheidender Bedeutung ist. Wir haben 10 Runden Zeit und die Option, wenn wir die Scheldemündung befreien, für die nächste Mission, glaube ich, irgendwie abweichend von der historischen Entwicklung quasi noch eine Nebenmission zu machen oder sowas. Oder einen anderen Weg zu wählen, wie wir das in Italien auch schon mal gesehen hatten. Wir starten also das Szenario. Ich kann euch sagen, ich habe das Ganze eben schon mal gemacht und es hat genau eine Runde gefehlt, um ein Hauptziel einzunehmen. Ganz unglücklich gelaufen. Dreimal Unterdrückungsartilleriebeschuss hatte keinen Effekt. Zweimal taktische Bomberangriff hatte keinen Effekt. Ja. Das sind die Schwierigkeiten, wenn man das Ganze hier auf schwer spielt und nur 10 Runden Zeit hat für so eine Mission. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Also, deutsche Frontlinie ist zusammengebrochen, der Feind zieht sich auf breiter Front zurück. Vernichte so viele versprengte Truppen wie möglich und stoße schnell nach Antwerpen vor. Erobere auf dem Weg so viele Kanalhäfen wie möglich, aber lass dich dabei nicht zu sehr von deinem Hauptziel ablenken, Antwerpen und die deutsche Grenze. Die 4. US Infantry Division wurde neu aufgestellt. Zur Kenntnis genommen und wir gucken uns die Ziele an, die liegen hier hinten. Luxemburg, das habe ich beim letzten Anlaufen nicht bekommen, da stand ich hier mit 4 Einheiten drumherum und habe es nicht einnehmen können. Lüttich, Aachen ist ein sekundäres Ziel, ein Zusatzziel. Antwerpen eigentlich das Hauptziel, das strategische Ziel dieser ganzen Operation. Und die Scheldemündung wäre, wie gesagt, eine Option, weitere oder einen alternativen Verlauf für die nächste Mission zu bekommen. Dann haben wir die Häfen hier, Calais, Boulogne und Le Havre, die unsere Versorgungssituation verbessern würden, indem wir ja hier halt mit unseren Nachschubschiffen landen können. Wichtige Knotenpunkte sind Amiens und die Brücken dort, Namur, Lüttich logischerweise, Gent hier mit den vielen Brücken. Ja, aber ihr seht es, hier gibt es überall Brücken zwischen drin und das wird wieder eine entscheidende Rolle spielen, die einzunehmen. Wir können weitere Einheiten platzieren. Das geht los mit der 1st US Infantry Division, the Big Red One, the Bloody 1st und die 9. Das werden wir entsprechend auch tun. Ihr seht außerdem, dass wir nicht in der Ausstellungsphase sind. Ich weiß nicht, ob das generell rausgepatcht wurde. Es kann sein. Sind in der Zwischenzeit einige Patches gekommen. Das heißt, ich kann jetzt nicht, also wir können natürlich Einheiten jetzt verstärken, das werden wir auch machen, zum Beispiel hier mit der 2nd US Armored Combat Command Group A, die momentan nur 2 Stärkepunkte hat. Aber die Punkte müssen erst, also sie kommen unterdrückt rein, als wäre es im laufenden Spiel, denn wir sind im laufenden Spiel. Und was noch dazu gekommen ist, wir sehen hier, wie lange die Einheiten noch Teil unserer Truppen sein werden. Das heißt, es gibt eine Option, damit ein bisschen zu spielen und gewissermaßen dann Zusatzbataillone oder sowas rauszunehmen, um die zu behalten und dann danach wieder einsetzen zu können. Lasst uns kurz mal die Hauptquartiere durchgucken. 1st Canadian kann hier Truppen verstärken. Sollten wir auch machen. Ich wollte eigentlich das Hauptquartier anwählen. So. Drüben sind noch welche. Ja, gehen wir mal all in hier. Ja, die brauchen auch unbedingt welche. Okay, dann haben wir 2nd British. Keine Panzer, die wir verstärken können. Hier unten wäre Infanterie. Das sollten wir vielleicht auch machen. Wenn das da zumindest auf Kosten der Qualität geht. Und 1st US. Panzer können wir nicht mehr. Französische Einheiten sind nicht da. Dann die Einheit sollten wir verstärken. Ah, es kostet alles natürlich Erfahrung. Dann lasst uns mal hier einen so
Machen wir es so. Wir haben auch, wir haben es gesehen, keine Elite-Verstärkung mehr. Bin ich ganz sicher. Woran das liegt, also keine Unterstützungsbataillon und dergleichen. Ja, und Umverteilen von Unterstützungsbataillonen ergibt jetzt auch, ehrlich gesagt, wenig Sinn. Wenn das so ist, wie es ist. Na gut, fangen wir mal an. Zur Überlegung. Denke, also die Trassen sind super wichtig hier für unseren Nachschub. Wir sollten also hier drüben so schnell wie möglich vorwärts gehen, auch wenn uns diese Panzergrenadierdivision hier im Weg steht. Wie weit kommen wir? Wir kommen sowieso nicht weiter. Dann stellen wir uns ihr mal entgegen. Ziehen die frische Einheit nach Paris rein, falls wir von hier oben angegriffen werden. Und hier können wir nicht angreifen, denn die Seine ist ein großer Fluss, den können wir nicht einfach so überschreiten oder hier angreifen. Was wir tun könnten, haben 5 Punkte. Ach, die können kein, okay, die Hauptquartier kann leider keine Punktonbrücke legen und die sind nicht in Reichweite. Ja, okay, ich verstehe. Na gut, dann lassen wir das. Die Frage, was machen wir hier? Evreux ist unterdrückt. Das gefällt mir gut. Dann könnten wir vielleicht... Na, ich möchte euch ungern mit denen angreifen. Dann von der Seite hier angreifen. Können sogar noch mal weitermachen. Können dann die Einheit hier rüberziehen nach Evreux und die Panzer vorbringen, um hier anzugreifen. Ja, sehr gut. Und dann direkt auch die Brücke zu sichern. Das ist natürlich super wichtig für uns. Wir haben hier noch mal eine Panzer. Division, die fünfte, die werden wir mal nach Paris werfen. Okay. Lasst uns hier mal versuchen zu unterdrücken. 1-1. 0-3, das sieht doch besser aus. Wir können sogar nochmal angreifen, jetzt werden wir aber die hier mal nehmen. Und den könnten wir jetzt nochmal hier bombardieren. Haben wir denn irgendjemand, der angreifen kann? Von der Seite, die könnten angreifen. Die können aber genauso gut unterdrücken, dann machen wir es lieber mit denen. Ja, das läuft doch ganz gut. Versuchen wir mal die Fallschirmjäger zu überrennen, das klappt. Und wir können sogar noch Gefangene nehmen. Und dann die Einheiten so schnell wie möglich in die Richtung hier verlagern. Sollten wir mit denen ehrlich gesagt auch schon tun. Die halten hier einfach den Übergang. Hier holen wir uns die Brücke, greifen die Panzer an. Leider kein Durchbruch erzielt. Hier müssen wir natürlich das Hauptquartier und den Knotenpunkt schützen. Frag mich gerade, kommen wir irgendwie zu dieser Brücke hin? Das machen wir nochmal rückgängig. Ihr deckt hier, ihr deckt hier. Ihr Pioniere. Gehen wir mit den Airborne weiter vor. Weiter als hier kommen sie aber nicht. Ja, dann kommen wir mit denen aber zur Brücke hin. Wir können hier nochmal eine Einheit rausnehmen, auch wenn uns das einen Stärkepunkt kostet. Und an die kommen wir allerdings hier nicht ran. Also wir kommen nicht rüber an diesem Zug leider. Das war auch ein guter Angriff. Wir holen uns die zusätzlichen Kommandopunkte. Oder nochmal... Ne, das wird ja nichts bringen. Ne, dann greifen wir jetzt an.
Immerhin dadurch aus der Stadt rausgedrängt und dann im Offenen können wir sie jetzt attackieren. Gut, gut, gut. Können wir immer noch nicht einnehmen. Bleibt dabei. Die kommen auch nicht dahin. Kommt mal nach hier. Sollen wir das Hauptquartier gleich verlegen, ist die Frage. Hier rüber zum Beispiel. Wir warten noch mal eine Runde. Aber der Start war schon mal relativ gut. Jetzt haben wir noch die schwache Einheit hier. Da ich ehrlich gesagt am Überlegen bin, sie auch, weil sie zum amerikanischen Hauptquartier gehört, direkt hier rüber zu beordern. Ist hier eine Brücke oder irgendwas? Nö. Und sie hat halt zwei unterdrückte Stärkepunkte, die sich noch formieren müssen. Ja, komm, dann nehmen wir sie aus der Kampflinie raus. Aus der vordersten. Ne, die müssen da halten. Das hat alles seine Richtigkeit. Wir hätten einen LKW und wir haben auch noch Bomber, die wir noch überhaupt nicht zum Einsatz gebracht haben. Vielleicht versuchen wir mal gegen die Panzergrenadiere hier vorwärts zu kommen. Einen vernichtet und drei unterdrückt. Das sieht doch ganz gut aus. Ah, die gehen auf Gegenangriff. Haben uns einen Punkt abgeluchst. Trotzdem war das ein echt guter Angriff. Den können wir schon mal 9 geben. Die sind unterdrückt. Die werden natürlich nächste Runde wieder ein, zwei Punkte zurückbekommen. Können auch mal ein bisschen näher rangehen. Okay. Ja, lief aber wie gesagt echt ganz gut. Wir haben einmal Marineartillerie, also Landungsfeuer. Können wir überlegen, ob wir das auf Le Havre einsetzen wollen. Gut, dass wir die Brücke haben, die jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sie uns hier abschneiden und damit ihre eigenen Truppen abschneiden oder ob sie zurückgehen und dann die Brücken zerstören. Das wäre eine Option. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das mal an. Wir kriegen nächste Runde nochmal Verstärkung. Schauen wir mal, wie die Wehrmacht jetzt reagiert hier. Ja, die gehen zurück. Die Panzer gehen zurück. Die Panzer gehen zurück. Die Infanterie geht zurück. Die gehen auch zurück. Hier auch. Ja, und sie fangen jetzt an, die Brücke zu zerstören. Ja. Okay, das war zu erwarten. Ist aber natürlich trotzdem ärgerlich, weil uns das im Vormarsch erheblich hemmt. Drei Einheiten haben keinen Nachschub erhalten. Unglücklicherweise. Hier können wir nicht angreifen, weil wir wieder über einen großen Fluss gehen müssten dafür. Das heißt, wir sollten mal Pontonbrücken bauen. Okay, die gehören alle nicht hier dazu. So, dann vorwärts, Marsch, Marsch. Wir könnten sie beschießen, aber welchen Zweck hätte das? Wir werden hier schon mal das Feld besetzen, wo wir die Brücke bauen. Die Panzer können hier rüber. Null. Oh je, oh je. Ich werde die jetzt alle hier rüberwerfen. Auch wenn die natürlich eigentlich zu den kanadischen Hauptquartier gehören, vielleicht sollten wir das schon mal verlegen. Gut, zwar hier rüber. Ja, das sieht gut aus. Das Britische auch, würde ich sagen. Ist hier noch irgendwen zu versorgen? Kann man irgendwen beschießen? Gibt es noch Brücken zu bauen?
Das ist natürlich die nächste Frage. Um hier irgendwas zu beschleunigen? Nee, ich glaube, brauchen wir hier jetzt nicht weiter. Nehmen wir das mal hierher. Wir haben hier noch eine Infanterie, die sich noch bewegen kann. Gut, dann zu den Einheiten bei Paris. Ihr bekommt auf jeden Fall euren Stärkepunkt. Dann gehen wir mal auf die Suche nach den Panzergrenadieren. Die sind hier aber nicht. Okay. Noch den Knotenpunkt hier überrennen. Da sind zwei zerstörte Brücken. Und hier sind gepanzerte Einheiten. Allerdings haben wir hier unten auch keinen Nachschub. Naja. Heißt, wir sollten mal temporär. Oh, das ist ja ganz schlecht, die Versorgungslage hier. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Stattdessen sollten wir beginnen, die Brücken zu reparieren. Die ist ganz, ganz wichtig. Die ist semi-wichtig. Auch dann entsprechend schützen. Ah, ist ärgerlich, dass die jetzt hier nicht weiterkommen. Die haben sich alle schon bewegt, dann kommen die hier noch und dann haben wir es nach Paris. Das Hauptquartier werden wir gleich nachführen. Hier hin. Und dann können wir den Punkt hier rausnehmen. Wie ist es mit dem? Nee. Da könnten wir sogar einen zweiten jetzt gebrauchen. Dann machen wir das nochmal. Einen weiteren ja nächste Runde zurück oder zurück, ja. Okay, gut, wir haben immer noch die Luftangriffe. Die Frage ist, hat es irgendwo noch einen Sinn, die einzusetzen? Hier wäre die einzige Option, glaube ich. Im Wald vor Paris ohne Effekt. Mal wieder. Und wir kriegen noch Verstärkung, hätte ich ja fast vergessen. Polnische Panzerdivision und British Guards Armored Division. Noch eine Panzerdivision. Ja, dann mal so schnell wie möglich hier mit rüber, um den Keil Richtung Brüssel, Antwerpen, Lüttich zu treiben. Okay, ja, das lief ja schon mal halbwegs in Ordnung. Dann... Und die hier unten haben jetzt keinen Nachschub, aber wir werden die Brücke hier wieder herstellen, dann hier hochziehen, hier über Reims, hier rüber gehen, dann haben wir hier das Netzwerk, das ist okay. Nächste Runde kriegen wir noch eine britische Infanteriedivision. Wir gucken mal, was die Wehrmacht jetzt macht. Ich nehme an, sie werden sich weiter zurückziehen und auch weitere Brücken zerstören. Ja, tatsächlich gehen sie weiter zurück. Jetzt geben Rouen frei. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da ist auch noch ein Versorgungsknotenpunkt drin. Drei Einheiten wurden vom Nachschub abgeschnitten. Das sind die hier. Und die. Ja, spannend. Also so sieht es momentan aus. Wir haben nicht allzu viel Feindkräfte in Sicht. Wir wissen, dass hier welche sind. Wir wissen auch, dass hier irgendwo noch Panzergrenadiere sind. Bin sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bei unserem Vormarsch Richtung Antwerpen, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.